Herzlich willkommen bei StudyLab TV. Wir sind ja jetzt mittlerweile schon im zweiten Video zum Energiesatz unter Berücksichtigung von Reibung. Und wir hatten uns hier mal so ein kleines Problemchen überlegt, wo so eine Kugel unter Berücksichtigung von Reibung eine schräge Ebene runterrollt. Und die Erkenntnis war, dass man die Reibung darüber berücksichtigt, dass eine Menge an Energie im Ausgangszustand 1, die besteht aus kinetischer und potenzieller Energie, gewandelt wird in eine Menge an kinetischer und potenzieller Energie im Zustand 2 und eine gewisse Menge an Energie infolge von Reibung als sogenannte dissipierte Arbeit. Wir schreiben jetzt hier mal WDIS, wegen to disappear, verschwinden. Auf Englisch kann man sich vorstellen, diese dissipierte Arbeit infolge von Reibung eben auch im Ergebnis drin ist. Und das hat dann den Effekt, das wird man gleich sehen, dass mathematisch die kinetische Energie kleiner ist, als wenn man das hier nicht berücksichtigen würde, was ja auch Sinn macht, weil die olle Kugel rollt hier runter und permanent wird über die Reibung hier an der Grenzfläche zwischen der schrägen Ebene und der Kugel eben Wärme abgegeben und dadurch die Kugel abgebremst. Und jetzt hatten wir uns das hier alles mal schon so ein bisschen überlegt und auch rot eingekastet und jetzt wollen wir es ja doch nochmal gerade einmal formelmäßig packen, damit wir es dann auch ausgerechnet kriegen. Ich hatte schon gesagt, die kinetische Energie ist 1/2 Masse mal Geschwindigkeit zum Quadrat. Potenzielle Energie ist Masse mal Erdbeschleunigung mal Höhe der Position in unserem gewählten Koordinatensystem. Was uns jetzt noch fehlt, ist die Reibarbeit bzw. die dissipierte Arbeit. Und das ist ganz einfach. Das ist nämlich nichts anderes als die Reibkraft multipliziert mit dem Weg, entlang der diese Reibarbeit geleistet wird. Das ist jetzt ja auch nicht so richtig überraschend. Man hätte das jetzt auch nochmal über so ein Integral herleiten können. Das kneifen wir uns mal. Wir merken uns, dissipierte Arbeit ist Reibarbeit mal Länge und gut ist. So, jetzt füllen wir doch dann mal diesen roten Kasten so ein bisschen mit Leben. Leider kriegt die Auflösung es nicht hin, dass wir das parallel mitlesen können. Man muss es sich halt merken. Wir entscheiden uns übrigens für die Variante auf der rechten Seite, weil ich die physikalisch intuitiver finde als eine negative Arbeit auf der linken Seite. Aber auch das ist wie so vieles Geschmackssache. Dann legen wir mal los. Also die potenzielle und kinetische Arbeit links, die kriegen wir ja nun schnell gefüllt. Das ist 1/2 m mal V1 Quadrat plus potenzielle Arbeit wäre dann m mal g. Jetzt gucken wir mal gerade eben, wie das hier aussieht. Ich habe übrigens gerade potenzielle Arbeit gesagt. Ich meinte natürlich potenzielle Energie. Physikalisch ist das in der Herleitung ein bisschen was anderes. Von den Dimensionen sind Arbeit und Energie das gleiche, nämlich Newtonmeter oder Joule. Und wir haben den Ursprung unseres Koordinatensystems hier. Das bedeutet, wir haben hier in dieser Position einen Y1. Das sieht dann also so aus. Und auf der rechten Seite haben wir dann stehen 1/2 m mal V2 Quadrat plus m mal g mal y2 plus, jetzt kommt die Reibarbeit, die hatten wir im ersten Video hergeleitet. Die Reibung steht hier, μ g gleich Reibungskoeffizient mal Masse mal Beschleunigung mal Cosinus Alpha. Das passt jetzt hier leider nicht mehr hin, zu groß geschrieben. Also gleich Reibungskoeffizient μ g mal Masse mal Beschleunigung mal der Cosinus des Steigungswinkels mal L. Denn L ist praktischerweise genau die Länge hier vom Zustand 1 bis 2, die die Kugel rollt. Jetzt müssen wir uns darüber Gedanken machen, wie wir diese geodätischen Höhen hier eliminiert kriegen, Y1 und Y2. Da bin ich aber auch guter Dinge. Was man grundsätzlich schon erkennen kann, ist, dass sich die Masse in diesem Problem ja rauskürzt. Die ist konstant und hat deswegen keinen Einfluss. Also Masse fliegt schon mal raus. Und was auch einfach ist, ist Folgendes, nämlich die Erkenntnis, dass in unserem gewählten Koordinatensystem die Koordinate y2 0 ist, denn die liegt ja auf der x-Achse. Das bedeutet also, die potenzielle Energie im Zustand 2 ist 0, da y2 0 ist. Wie sieht das jetzt mit Y1 aus? Das müssen wir vielleicht nochmal gerade eben aufmalen. Das kriegt man aber auch ganz gut hin. Also wir haben hier ein rechtwinkliges Dreieck mit einer Koordinate Y1. Das hier ist
Alpha und diese Länge ist L. Und was für eine trigonometrische Beziehung ist das nochmal? Das hier ist die Gegenkathete, das hier ist die Hypotenuse. Das riecht ja so ein bisschen nach dem Sinus. Wir wissen also, der Sinus von Alpha ist y1 durch L. Dementsprechend ist y1 gleich dem Sinus von Alpha mal L. Und dann können wir das jetzt hier einsetzen und die vereinfachte Gleichung für den Energiesatz lautet dann 1 halb V1 Quadrat plus G mal, hier unten steht's, der Sinus von Alpha mal L ist gleich 1 halb V2 Quadrat plus μ g mal g mal der Cosinus von Alpha mal L. Jetzt sind wir fast fertig. Eine Vereinfachung können wir noch treffen. Und zwar hatte ich im ersten Video gesagt, die Geschwindigkeit am Anfang dieses Problems ist 0. Das muss nicht so sein. Ist jetzt bei uns aber so, damit es noch ein bisschen knackiger wird. Das heißt also, auch dieser Term ist 0. Da V1 gleich 0 per Definition. Und dann können wir das Ganze umstellen. Wir wollen ja eigentlich V2 bestimmen. Diese Herleitung hier wische ich mal weg, dann kann man es ein bisschen im Blog lesen. Trigonometrie hat man dann ja auch mittlerweile schon mal gehört. Also, was müssen wir machen? Wir müssen mit 2 multiplizieren, wir müssen die Wurzel ziehen und wir müssen diesen Klatsch hier rüberbringen. Das heißt, V2 ist gleich, jetzt gucken wir mal, das hier bleibt stehen. G mal Sinus Alpha L. Davon müssen wir abziehen. Mü G mal Cosinus Alpha L. Und das Ganze müssen wir multiplizieren mit 2. Und wir müssen die Wurzel daraus ziehen. Und dann sind wir auch tatsächlich schon fertig. Jetzt gucken wir uns mal gerade eben diesen Ausdruck noch an. Und gucken, was wir da vereinfachen können. Wir sehen ja an gemeinsamen Koeffizienten in jedem der beiden Terme ein g. Was sehen wir noch? Machen wir es mal so ein bisschen farbig. Die Länge steckt auch in beiden drin. Der Rest bleibt gleich. Und dann können wir also schreiben 2 mal g mal l mal der Sinus von Alpha minus μ g mal der Cosinus von Alpha. Und das ist die Geschwindigkeit. So, jetzt machen wir noch eine kleine letzte mathematische Betrachtung, mit der wir dann zu einer physikalischen Aussage kommen, die interessant ist. Und dann sind wir fertig. Das Ganze ist ja jetzt hier eine Wurzel. Weil wir hier keine komplexen Geschwindigkeiten haben, weil wir im echten Leben sind, sollte der Ausdruck hier in der Wurzel immer größer als 0 sein. Dieser Term hier, der ist immer größer als 0. Die Frage ist ja, wann ist dieser Term hier größer als 0? Der ist immer dann größer als 0, wenn der Sinus von Alpha, beziehungsweise größer gleich 0, V2 wäre auch eine gültige Lösung. Sinus von Alpha muss größer sein als μ g mal der Cosinus von Alpha. Jetzt ist die Frage, für welche Fälle gilt diese Lösung? Da kann man erstmal eine plausible Aussage treffen, und zwar haben wir hier einen Gleitreibungskoeffizient. Der beschreibt ja anschaulich, wie viel von meiner Normalkraft wird eigentlich prozentual in Reibung umgesetzt. Der Gleitreibungskoeffizient, der ist per Definition kleiner gleich 1, denn ich kann ja nicht mehr Reibung in irgendeiner Form umsetzen, als ich überhaupt die Masse hier gegen die Ebene drücke durch Irrgewichtskraft. Ich kann ja keine Reibung noch dazu zaubern. Das heißt, das Ganze ist kleiner gleich 1. Wenn es 1 wäre, was ja dann schon brutale Reibung ist, würde das bedeuten, die komplette Normalkraft wird in Reibung umgesetzt. Das ist schwierig und sehr, sehr selten. Das heißt, wir können erstmal relativ entspannt sagen, wenn dieser Faktor hier relativ klein ist, dann wird der Cosinus von Alpha immer so klein sein, dass da im Grunde genommen das Ganze unproblematisch ist und die Kugel da immer runterrollt. Wenn man das dann jetzt noch einmal vollständig betrachtet, dann könnte man sich noch überlegen, was ist denn eigentlich die Bedingung, wo bei maximaler Reibung diese Kiste dann irgendwann stehen bleibt, beziehungsweise von vornherein gehemmt ist. Und das sähe dann so aus. Für μ g gleich 1 lautet die Bedingung dafür, dass diese Geschichte sich hier überhaupt bewegt, ja dann folgendermaßen, dann muss der Sinus von Alpha
größer gleich dem Cosinus von Alpha sein. Und wir wissen, das ist so für Alpha größer gleich 45 Grad. Das heißt, für kleinere Ebenen ist das Verhältnis von potenzieller Energie infolge dieser Höhenänderung zu der Reibung entlang dieser Bahn so groß, dass die Kugel von vornherein stehen bleiben würde. Denn dann ist hier also entweder das Ganze nicht lösbar oder, wenn es genau gleich groß ist, dieser Term 0, das heißt V2-0. Damit sind wir dann an dieser Stelle fertig. Wichtig ist als Erkenntnis hier, abgesehen von dieser Detailbetrachtung der physikalischen Vollständigkeit halber, folgende Erkenntnis wichtig, die man mitnehmen sollte. Es gibt immer wieder Leute, die in irgendeiner Form sich vertun, wo sie denn jetzt die dissipierte Arbeit hinschreiben. Man muss sich merken, das, was hier an Energie drinsteckt, wird in eine Restenergie umgesetzt und der Rest wird halt in Wärme umgesetzt, deswegen die dissipierte Arbeit auf die rechte Seite. Dissipierte Arbeit ist Reibkraft mal Weg, den die Reibung irgendwo überwunden werden muss. Und dann kann man das Ganze einsetzen, ein bisschen hin und her rechnen und dann kommt man zu einer Geschwindigkeit in Zustand 2 und damit sind wir an dieser Stelle dann auch fertig.